Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und was soll ich euch sagen, das Ergebnis ist da. Und außerdem habe ich hier noch einen schönen Audi A3 stehen. Also müssen wir mal gucken, ob der wirklich so schön ist. TÜV-Fail. Kommt aber bestimmt irgendwann. Aber jetzt wollte ich erstmal sagen, was die Motorölanalyse ergeben hat. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass sich so viele Leute das Video angeschaut haben und das natürlich auch entsprechend kommentiert haben. Und ich finde es immer ganz klasse, immer wenn ich mittlerweile einen Ölmessstab rausziehe, dann kommen sofort so Kommentare, ja, mein Motor verbraucht auch kein Öl. Und es sind auch immer wieder ein paar Leute dabei, die sagen, ehrlich, weißt du was, ich muss ständig nachgeben. Ne? Aber ich hatte zwischendurch, also das habe ich heute Morgen gemacht, noch das ein oder andere Video bei dem Seat Leon gemacht und habe ich auch mal einen Ölmessstab rausgezogen. Aber das Ergebnis, das machen wir mal anderweitig. Wir haben ja gesagt, 15.000 Kilometer sind wir jetzt mit dem Auris gefahren, beziehungsweise 107.000 Kilometer und 15.000 mit dem Öl. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr geil, dass manche Leute also auch wirklich gesagt haben, hey, der elektrische Anteil, der könnte sogar noch viel größer sein und so weiter und so fort. Ja, und irgendjemand hat noch geschrieben, fand ich auch ganz witzig, hey, das kannst du noch für jeden VW nehmen, das reicht dann immer noch. Ja, wir wollen mal gucken. So, und ja, also ich habe das ganz normal im Internet bestellt, beim Motorenzimmer, der bietet das eben an. Und ich habe mir dann gesagt, okay, was willst du da jetzt groß rumeiern? Ich meine, ihr werdet den zum größten Teil kennen. Und ich habe mir dann gesagt, okay, mach's mal. Wie gesagt, ich habe 2 Stück bestellt und nach 15.000 Auris und wir machen mal so vielleicht nach 8.500 sehr Leon. Und dann kriegt ihr, ich habe das jetzt nur in schwarz-weiß, aber ich blende euch das natürlich in Farbe ein, so einen schönen Bericht hier. Und man muss eben wissen, das ist keine chemische Ölanalyse, weil normalerweise kannst du natürlich, oder eine elektroanalytische, was weiß ich was für eine Analyse, ne? Also da gibt es ja auch speziell Analysen, die das Motoröl dann wirklich untersuchen im klassischen Sinne. Hier wird natürlich, hier spielt so ein bisschen Optik mit. Optik schätzen Erfahrung. Also so würde ich das ungefähr nennen. Ja, ne? Optik schätzen Erfahrung. Ich glaube, das kommt dieser ganzen Sache schon ganz nah. Ich blende euch natürlich jetzt das Original ein und bin wirklich überrascht. Überrascht, weil viele Leute haben mir natürlich auch Sachen in die Kommentare geschrieben, wo immer wieder zum Beispiel das Thema war Motorölverdünnung durch die ewigen Startstopps. Oder es waren so Sachen wie, wird der Motor überhaupt warm? Oder. Ne? Also ich glaube, in diese Richtung tendierte das sehr, sehr häufig. Und ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich nicht die 10 meistgestellten Fragen mache, aber wahrscheinlich werden es erst 20, keine Ahnung. Und dann kann ich immer demnächst auf dieses Video verweisen. Ne? Aber so kommt dann das Feedback durch euch und ich habe dann gesagt, okay, machen wir das einmal. Also, als erstes bekommt ihr natürlich so eine Übersicht des Berichts. Das finde ich schon mal ganz cool, damit du wirklich weißt, wann habe ich was gemacht und so weiter und so fort. Viele haben dann auch gesagt, dass man die Ölprobe am gleichen Tag wegschicken sollte. Ich habe einen Tag später gemacht, weil das war am Samstag, als ich das gemacht habe. Und Sonntagmorgen wollte ich das eigentlich eingeschmissen haben, aber am Sonntag macht ja keiner im Postkasten leer. Und Mittwochmorgen, ja, ich meine, es wäre Mittwochmorgen gewesen, kam schon das Ergebnis via Mail. Also nur weil das Video jetzt zeitversetzt ist, die Antwort kam sehr, sehr schnell. Das heißt also jetzt nicht, ich weiß nicht, wann ich dieses Video jetzt rausbringe. Die Antwort war wirklich, ich habe das samstags mittags gemacht. Sonntags abends habe ich das in den Briefkasten geschmissen. Mittwoch hatte ich das Ergebnis. Also vom zeitlichen Verzug her, von dem Sache für mich absolut in Ordnung. Ne? Da hängt ja jetzt auch nicht das Leben dran. Ne? Aber ist vielleicht eine coole Sache. Also das heißt einmal dann praktisch so eine Übersicht. Jetzt ist das Ganze natürlich so ein bisschen aufgeteilt in einem Bericht, wo ich sagen muss, der ist zweiseitig. Das hätte man auch auf eine Seite zusammenfassen können. Die erste Seite beschreibt also wirklich den Befund und die zweite Seite beschreibt den Befund mit Ergebnissen, also mit vielleicht Ratschlägen oder mit Dingen, die man vielleicht beachten sollte. Ist ganz cool gemacht. Hätte man auch auf einer Seite zusammenfassen können oder in einem, aber es spielt keine Rolle. Ne? Und ich sag's mal so, wir haben zum Beispiel jetzt hier bei dem Thema Ruß sind wir auf 4. Gut, jetzt sage ich mal Ruß, es ist kein Diesel, es ist kein Saugrohr, es ist ein Saugrohreinspritzer, kein Direkteinspritzer. Und ja, also ich finde nach 15.000 Kilometer Ruß bei 4 ist mittelprächtig, ja, aber wir sind, ist die goldene Mitte, hätte ich jetzt so fast gesagt, ja. Es ist weit davon entfernt, wirklich gut zu sein. Was soll das jetzt auch gut sein nach 15.000 Kilometern? Aber es ist auch weit davon entfernt, dass wir jetzt wirklich mega am Ende sind. Ich denke immer, Ruß ist fette Verbrennung, also Gemischbildung zu Fett.
Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, der Motor geht ja aus, er wird ja jedes Mal neu gestartet. Und viele Steuergeräte haben eine sogenannte Starteinspritzmenge. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Motor an der Ampel laufen lässt, im Leerlauf, ganz normal, und würdest das Ganze jetzt mit Start-Stopp machen, dann hättest du immer die gleiche Einspritzmenge. Und wenn der Motor aus ist, hast du null. Aber in dem Augenblick, wo du den dann wieder startest, weil eben die Kupplung loslässt oder das Gaspedal trittst, dann kriegt das, macht das Steuergerät einmal so ein Zack, so einmal so eine Starteinspritzmenge. Jetzt haben wir aber natürlich die Sache, dass der Motor ja auch während der Fahrt aus und angeht. Das heißt, der geht ja, keine Ahnung, 30, 40, 50 Mal aus. Und da dachte ich, okay, Ruß ist vielleicht was, unverbrannter Kraftstoff. Ja? Also das ist so die Sache, aber da stehen wir bei 4. Zustand, das Ergebnis, ne, also im Ganzen noch gut, 2 eigenartigerweise. Ne? Also das ist schon nicht schlecht. Wasser, das war auch eine Sache, wo ich gesagt habe, das kam sehr, 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 sehr häufig, Kondenswasser. Kondenswasser durch Motor wird kalt, Motor wird warm, Motor wird wieder kalt und hin und her und pipapo. Wir hatten ja einmal diese Fahrt gemacht. Und wir haben ja dann auch da festgestellt, dass die Motortemperatur nicht wirklich jetzt drastisch sinkt. Wie das Ganze im Winter ist, sei mal dahingestellt. So, und deswegen ist Wasser im Öl, wäre jetzt auch was, wenn der Motor nie richtig warm werden würde. Und viele haben ja auch in die Kommentare geschrieben, ja, wird der Motor eigentlich richtig warm? Ja, bekommt er eigentlich wirklich Betriebstemperatur in der Stadt? Ja, und so wie es aussieht, bekommt er genug, in Anführungsstrichen, genug Wärme, dass wir kein Wasser im Öl haben oder Wasser immer noch auf 1 steht. Was ich jetzt auch zumindest so nicht vermutet hätte, weil durch die Temperaturschwankung, ich sag mal, wenn du einmal eine einheitliche Betriebstemperatur hast, hast du ja ziemlich wenig Probleme mit Kondenswasser. Ne? Aber Motor warm, Motor kalt, Motor warm, Motor kalt kann natürlich dann auch eine Sache sein, wo ich dann gesagt hätte, okay, Wasseranteil wird auf jeden Fall vorhanden sein. Dann haben wir noch das Thema Treibstoff. Klar, Treibstoff bedeutet natürlich Verbrennung zu Fett. Wie gesagt, Startmenge, Start-Stopp, Kurzstrecke, viel Kurzstrecke. Und das sind ja alles so Sachen, die den Kraftstoffverbrauch in die Höhe bringen oder in die Höhe jagen. Aber das haben wir jetzt hier so nicht. Da steht das Ding auf 3. Ne? Also ganz ehrlich, auf der zweiten Seite ist nochmal wirklich nochmal alles im Einzelnen erklärt. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ruß, die Rußtabelle zeigt an, Ruß, Staub, Metallabrieb und andere Verunreinigungen im Öl 4. Motor zeigt eine erhöhte Ruß- und Schmutzbildung. Okay, nach 15.000 Kilometer, aber wie gesagt, wir sind weit davon entfernt, da irgendwo bei 7, 8, 9 zu sein. Ne? Okay, dann der nächste Punkt ist wirklich Zustand, ist wahrscheinlich kann man es wirklich noch für einen VW nehmen oder zumindest irgendwie für den Polo 9N. Ja, der fährt damit auch nochmal 15.000 rum. Aber müssen wir gucken, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu dünn ist. Wasser. Es befindet sich kein oder wenig Wasser im Öl. Und ihr seht eben auch, dass dieser Pfeil natürlich schon sehr, sehr eindeutig dahin zeigt, dass da nichts ist. Ne? Und Treibstoff, das heißt alles das, was mit Motorölverdünnung zu tun hat, haben wir nicht. Also theoretisch hätte ich gesagt, nach 15.000 Kilometer, das Öl ist eigenartigerweise noch fast neu. Was heißt fast neu? Aber ich glaube, 15.000 Kilometer sind da doch wirklich ein angemessener Wechsel. Und viele hatten geschrieben, kannst du bestimmt noch 5 fahren, kannst du noch bis 17 fahren, kannst du noch bis 20 fahren, kannst du noch 22 fahren oder wie viel auch immer. Wir werden uns weiterhin daran halten. Und das war jetzt auch nochmal eine Sache, viele haben dann gesagt, ja, Originalöl, pipapo hin und her. Für mich war das eben einfach wichtig, dass wir jetzt da möglichst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und dass wir da auf jeden Fall auch ein sauberes Ergebnis haben, weil Toyota schreibt dieses Öl vor und wir nehmen das. Ganz einfache Kiste. Was natürlich auch wie in dem letzten Video, wo ich das also gesagt habe, dass ich das machen werde, immer wieder drunter stand die Diskussion 5W30, 0W20. Und ich werde gleich mal oder heute Abend noch mal bei dem Auris schauen. Und entweder werde ich euch ein Bild reinposten, also in dieses Video,
Oder ich werde euch die Seite der Bedienungsanleitung mit unten verlinken oder in dieses Video mit einarbeiten. Da werdet ihr feststellen, was dann da steht. Und natürlich ist ein 5W30 günstiger und du kannst es auch benutzen. Es ist nicht so, dass der Motor jetzt mit diesem Öl nicht unfahrbar ist. Ja, das wird sicherlich nicht der Fall sein. Nur es gibt immer eine Empfehlung, es gibt immer eine Ausweich. Also es gibt immer das, was wirklich prädestiniert ist, und alles andere sind Empfehlungen, Orientierungen, Möglichkeiten. Ja? Und wir haben, deswegen haben wir immer dieses 0W20 benutzt, viele in der Werkstatt nehmen natürlich das klassische 5W30, weil du vielleicht, ja, zu den Top 3 Hybridfahrern in deiner Werkstatt gehörst. Und da werden die sich nicht die Mühe machen und wahrscheinlich separates Öl bestellen, sondern du kriegst dann einfach ein 5W30, was auch in aller Welt Gurken reinkommt, was in den Peugeots, in den Fords, in den VWs, in den Mercedes und was weiß ich nicht alle reinpasst. Da werden die für dich kein extra Öl bestellen. Gehe ich mal davon aus, dass wir ja auch, oder dass an dem Öl ja auch immer jede Menge Kohle verdient wird. Ne? Ja, Leute, also ich hätte das Ergebnis so in der Form nicht erwartet, dass es wirklich noch so gut ist. Und all diese Dinge, die jetzt also wirklich, alle diese Fragen, die immer wieder kamen mit Motorwarm und Motorölverdünnung und den ganzen Samon, glaube ich, haben wir damit jetzt erstmal kalt gestellt und können sagen, dass wir dieses Öl theoretisch noch weiterfahren können. Machen wir natürlich nicht, denn wir machen den ganz normalen Service da dran. Und ich glaube, dass man da keine Angst haben muss. Ne? Und viele haben auch nochmal ihre Füllmengen angegeben. Und da waren natürlich auch welche dabei, die wirklich sehr, 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 sehr viel Öl haben, um damit das Longlife-Thema also auch wirklich noch halbwegs funktioniert. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Motor noch so im Schuss ist, beziehungsweise wenn jetzt hier irgendwie alles so auf in dem hinteren Bereich wäre, so 7, 8, 9, dann hätte ich mir eher so Gedanken gemacht, oh, 15.000, ist das vielleicht nicht viel zu spät? Ja, aber nach dem Messergebnis muss ich sagen, ist 15.000 der geeignete Wechselintervall. Wir werden ihn beibehalten, plus vielleicht ein Tausender, den man irgendwann mal überzieht. Wir haben ja jetzt im Sinne auch schon insgesamt 2000 mit den Ölmengen oder mit dem Ölwechselintervall immer nach hinten geschoben. Deswegen ist das in Ordnung für mich. Das wird sich wieder so zwischen 15 und 17.000 Kilometer einpendeln. Da brauche ich mir nicht in die Hose machen. Bezogen auf meinen Fahrstil und auf mein Nutzungsverhalten kann ich sagen, dass nach 15.000 Kilometer das Öl noch erste Sahne ist. Ich verlinke euch das, den Test unten, wenn ihr Bock drauf habt, ja, um einfach mal so zu schauen. Vielleicht weichen Ölverschleiß und Nutzungsverhalten, ja, vielleicht auch wirklich voneinander ab. Ich kann sagen, ich bin total drin, ja, und freue mich natürlich, dass das Ergebnis so aussieht. Deswegen war es das auch in diesem kurzen Video. Ich wollte euch die Sache nicht vorenthalten und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, haut rein, und ich werde mir jetzt nochmal diesen Audi A3 angucken. Keine 100 weg, Kupfer, Farben, Metallic und so weiter. Allerdings Automatik und eine Saufziege drin. Aber ist egal, ist ein schönes Ding. Müssen wir gucken, hat einen TÜV-Fail. Machen wir in einem der nächsten Videos. Ja? Bis dann, haut rein, jetzt kommt der Nachspann. Ciao, ciao. Oh, leider schon zu Ende das Video, aber das nächste kommt bestimmt. Deswegen würde ich dich ganz gerne bitten, einfach mal einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu hinterlassen, und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach mal den Abo-Button drücken, denn dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Wenn du Lust hast, kannst du gerne auf kargraf.de mal schauen. Da habe ich diverse Fragen schon beantwortet. Wir haben auch unter kargraf.store die ersten Produkte, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Auf den Social Medias bin ich auch. Das blende ich euch auch entsprechend hier unten ein. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt wirklich final Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.